Hallo, es ist Zeit für ein Update und zwar 2019 Kram, dekorative Kosmetik in 2019. Update Nummer 2, Büchlein, Büchlein an der Wand. Es ist viel leer gegangen an dekorative Kosmetik tatsächlich. Also ich kann euch zeigen. Dort und not zwei Dachen. Also es ist viel leer gegangen. Ich werde es so machen. Ich werde euch jetzt einblenden, da oder da, keine Ahnung, den Zustand von letzten Monat, also Gesamtgrammzahl. Und wir rechnen dazu das, was ich jetzt aufgebraucht habe. Und zum Schluss dann zeige ich euch oder schreibe ich euch eigentlich, was ich noch aufbrauchen muss. Ja, und gesamt, ne? Insgesamt und noch zum Aufbrauchen. So, wir fangen an. Ich mache so, jedes Monat mache ich eine andere Farbe, wenn was leer gegangen ist. Nicht jedes Monat, jede 2 Monate. Letzten Monat ist alles mit Rosa leer gegangen, jetzt ist alles mit Gelb. Also, ne? Wir fangen an. Muss alles hier. Oh, es ist viel. Ich werde euch nicht viel über die Produkte erzählen, sondern das, was ich aufgebraucht habe, also Grammzahl. So, wir fangen an mit dem Make-up Revolution Concealer. Alle. Merkt man, ich habe da alles rausgekratzt und es ist in der Zwischenzeit auch ausgetrocknet. Merkt man, ne? So, Start 28,61. 25,78 hat er Grad und ich habe 2,83 aufgebraucht. Alle. Sieht man? Ja, sieht man. So, ich sage euch nichts über die Produkte, also nie oder nicht viel. Ein Nachkaufkandidat, aber per Grammzahl wird er zu teuer. Hier sind 3,4 Milliliter drin. Deswegen geht er so schnell leer. Dann habe ich aufgebraucht den Rival de Loop Augenbrauen Stift. Das ist das hier. Da ist keine Mine mehr drinnen. Alle, das war die Farbe, weiß ich nicht. Ach doch, 02 Brown. Ich habe noch eins davon, die finde ich sehr, sehr gut. Und das war eine nicht zu rotstichige, nicht zu aschige Farbe. Also richtig, richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Angefangen habe ich mit 1,91 und ich bin aktuell, also leer, 1,47, 0,44 Gramm aufgebraucht. Colourpop Lipstick in Scandi, das ist das hier. Ein Lippy to go. Letztes Mal habe ich den anderen aufgebraucht, in Flawless, glaube ich. So schaut's aus. Auf einer Seite ist ein Lippenstift. Da kommt nichts mehr. Also es ist alle. Der war richtig rosa. Und ich habe es gemischt, also mit einem Lip Liner, weil diese Farbe, vielleicht schaffe ich noch. Ja, ein Swatch schaffe ich noch. Diese Farbe, sorry, aber das trage ich nicht auf der Lippe. Und es ist im Echt noch krasser als das hier, was ihr sehen könnt. Hey, ich finde es gut. Dieses Licht momentan ist richtig gut. Ja, da ist noch ein Lip Liner, was ich nicht aufgebraucht habe, weil das ist mir zu trocken, dass ich das als Lippenstift, also als Lippenstift zu benutzen. Es ist mir zu trocken und diese krasse Farbe als Lip Liner werde ich nie im Leben benutzen. Von daher, das ist alles, was mir noch übrig geblieben ist an diesem Lip Liner. Aber das tue ich nicht benutzen. Wie gesagt, ich kann diese Farbe nicht und ich kann die auch nicht mischen. Von daher ist von meine Seite. Es ist für mich aufgebraucht. 47 angefangen, 7,15, 0,25 Gramm aufgebraucht. Dann Becca Backlight Priming Filter. Das ist das hier. Ich habe es natürlich aufgeschnitten, weil das gefällt mir ganz gut. Aber
Das ist das hier, 15 Milliliter normalerweise, aber der war schon angebrochen. Ich finde den Clay Primer von Essence fast genauso gut. Also für den Preis lohnt sich den von Essence. Und ich werde meins auch von Essence aufbrauchen. Ist in Gebrauch, also das ist mein Go-To-Primer. Ich teste immer wieder und brauche andere auf. Und wenn ich nicht sicher bin, dann nehme ich wieder den von Essence und so weiter und so fort. Ich habe hier mit 8,44, nee, was rede ich hier? Mit 23,23 angefangen. Und jetzt hat dieser Tube nur noch 5,35, also 17,88 aufgebraucht, was richtig gut ist für mein Projekt. So, Catrice Glamour Doll Mascara. Wo bist du? Was habe ich mit die Catrice Glamour Doll Mascara gemacht? Ich finde die nicht. Ha! Moment. Moment, Moment. Essence Multi Action Mascara. Aber es ist das hier, es ist leer. Die gibt es sowieso nicht mehr. Die Bürste schaut so aus. Da ist noch Produkt drinnen, aber das ist ein bisschen dicker geworden und es bleibt nicht mehr auf die Wimpern. Also innerhalb von einer Stunde oder so, ich bin ganz schwarz hier, von daher brauche ich das nicht mehr. 2006 hat es gehabt, 19,81 aktuell. 0,25 Gramm aufgebraucht. Benefit The Real Mascara. Es ist das hier, eine kleine Probe war in irgendeiner Zeitung und ich bin froh, dass ich das testen dürfte. Schaut so aus, eine richtig spiky. Sieht man was? Juhu, ja. 11,32 gehabt. 10,06 leer und 1,26 aufgebraucht. Ich bin gespannt. Ich habe nicht geschaut. Hier steht 3 Gramm nett. Also nur 1,26 habe ich da rausgekriegt. Was haben wir noch? Shiseido Synchro Glow Foundation. Okay. Eine Foundation ist leer gegangen. Sieht nicht so aus, aber es ist tatsächlich so. 129,40 Start und 111,95 aktuell. 17,45 Gramm aufgebraucht. Und ich kann euch schon sogar zeigen. Ich habe versucht, noch da was rauszukommen, aber das, ihr seht schon, es ist nur winzig kleiner. Und ich habe alles gekratzt. Da ist ganz auf dem Boden was, aber auch wenn ich das so halte, kommt nichts mehr. Also die will nicht zu mir rutschen und nee. Also hier ist alles, alle, von daher. Ja, Bumspender, schön. Mehr drüber in mein Aufgebraucht-Video. Wie gesagt, 17,45 Gramm habe ich davon noch aufgebraucht. Rihanna Rebel Fleur Parfum, das ist das Teil hier, aufgebraucht, angefangen mit 140,10 und 120,14 aktuell, also Leerzustand, 19,96 Gramm aufgebraucht. Geiler Duft, aber fürs Winter. Kat Von D Vampira Lip Liner. Es ist das hier. Ich wollte es eigentlich am Anfang, also ich habe es als Geschenk bekommen, aber diese Farbe war für mich zu dunkel. Also ich habe mir gedacht, du wirst es nicht benutzen, bla bla. Ich habe es in Kleiderkreisel gehabt und dann irgendwann, ich habe gesehen, ja, keiner will das haben und weil ich wollte mir eigentlich entweder tauschen oder so, ich wollte mir was anderes, ne, holen, aber ja, dadurch, dass keiner das haben wollte, mir gedacht, okay, dann tu das aufbrauchen. Ich habe noch was rausbekommen, gekratzt. Es ist diese Farbe, diese dunkelrot. Ist nicht unbedingt meine Farbe, aber ich habe es
Ich habe es aufgebraucht. Kat Von D, Vampira, 4,53 gehabt, 4,25 aktuell, 0,28 Gramm. Was steht hier drauf? Weil es war neu. 0,25 Gramm. Also tatsächlich, es war ein bisschen mehr drinnen als das, was da drauf steht. Also ist gut, ist gut. Normalerweise die Firmen haben ungefähr, also es steht nach Grammzahl, desto weniger Produkt, desto weniger Abweichung sein darf. Und es ist gut zu wissen, dass die Produzenten, die Hersteller, ein bisschen mehr da reingetan hat als weniger. Also 0,03 Gramm mehr. 0,28 aufgebraucht. Catrice Setting Spray, der hier, Prime and Fine, der Multitalent, 78,41, 24,22 aktuell, also in Leerzustand, 54,19 aufgebraucht. Der schwarze Nagellack von Manhattan in der Farbe 10, 10N, weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ah, da hier sieht man, ne? Da kann man schon durchsehen, durcherkennen, der ist leer. Aha, sieht man was? Ja. Da. Ja, in Licht kann man schon erkennen. Der ist komplett leer. Schwarz geht immer, brauche ich immer. 29,62 am Start, 27,59 aktuell, 2,03 Gramm aufgebraucht. Man muss noch dazu sagen, ich habe ein paar Mal, diese Nagellackverdünner Drops, Dings, Bums, aber die habe ich auch im Projekt. Also, ne, weil dann ist mein Nagellack, also ich habe mehr Produkt gehabt plötzlich, aber dadurch, dass ich den Verdünner auch ins Projekt nehme, dann ist das in Ordnung für mich, weil das verrechnet sich. Ne? Also leer. 2,03 Gramm. Catrice Anti-Shine Setting Spray. Das hier. 83,18 Start. 29,82 aktuell. 53,36 Gramm momentan. Das ist das Teil hier. Zwischen die beiden würde ich lieber den Multitalent, also die lila Version, kaufen. Aber allgemein keiner von die beiden. Ich habe allerdings noch einen lila hier. Mel Melio Parfüm, It's Rock Time. Ich habe noch ein paar, ich meine, ich habe noch zwei Backups davon. Ein sehr schöner, dominanter Duft. So hat mir eine Kollegin mir gesagt, ey, du hast einen dominanten Duft an. Nicht unangenehm, also sehr schön. Natürlich, alles was gut ist, geht aus dem Markt. Mel Melio gibt es seit 2-3 Jahre, also zumindest diese Art von Parfums, nicht mehr. Schöner Duft, wie gesagt, ich habe noch Backups davon. 98,28 Start, 90,71, also insgesamt 7,57 Gramm aufgebraucht. Noch zwei Produkte, die leer gegangen sind. Den Rival de Loop Super Slim Eyebrow Pen in Brown. Finde ich cool. Ich weiß allerdings nicht, wie viel Gramm drinnen sich befinden, also im normalen Zustand. Braun würde ich mir nicht nachkaufen. Kann ich noch was? Nee. Ah, wenn ich richtig drücke. So schaut's aus. Ja, es ist ganz, ganz aufgebraucht. Spoolie auch dazu, schöner Produkt. Ich habe es als neu, also angebrochen, mit 4,15 Gramm und bei 4,12 ist mir leer gegangen, 0,03 Gramm. Ich weiß allerdings nicht, wie viel Gramm, wie gesagt, sich drinnen befinden, dass ich das dann messe. Ich habe es mich auch nicht informiert, muss ich ehrlich sagen, also recherchiert und so weiter, aber leer. Und ich habe noch ein Produkt und ich möchte gerne wissen, wo das ist und warum ich das nicht berechnet habe.
Ja, ich habe mich wahrscheinlich vertan und ich habe es nicht mehr gewogen. Von daher, diesen Produkt werde ich dann auf die Seite tun und euch drüber in dem nächsten Video erzählen. Es ist ein Lidschatten, was ich als Highlighter aufgebraucht habe. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo der ist. Und ich glaube nicht, dass ich mich vertan habe und ich euch nichts drüber, oder? Ist das auf einer anderen Seite? Ich schaue noch mal kurz. Bei mir ist wie immer noch nicht vorbereitet. Bla, blü, bli. OPI-Bezweigkette von TOPI-Lips Macaroni Essence. Nein. Nein. Ach, ich weiß, was ich gemacht habe. Die Glamour Doll Mascara ist allerdings den Preta Lumiere, kann ich euch zeigen, weil ich habe die gleich nebeneinander. Also das ist der Preta Lumiere, dieser Lidschatten. Und statt hier zu schreiben, ich habe hier geschrieben. Also ich muss die tauschen. Allerdings, ich habe es bei diesen Lidschatten, Sherlock Holmes, bei diesen Lidschatten mit 25,19 Gramm angefangen und mit 22,80 zum Schluss. Von daher, ich habe 2,37 Gramm aufgebraucht. Und schaut mal, warum habe ich diesen Fehler gemacht? Ich habe mir sogar das gemacht, weil hier sind 25,18 bei der Mascara und hier sind 25,19 und daher ich habe die vertauscht. Okay, also Mystery Solved 2,37 wäre dann, oder? Nee. Was rechne ich hier? Was rechne ich hier? Muss ich noch mal rechnen, weil das stimmt doch nicht. Egal. Aktuell 22,80, total unvorbereitet, total professionell bin ich auch heute. Wie immer halt. Ja, und damit sind meine Produkte für diese 2 Monate, die leer gegangen sind, ins Projekt. Ich werde euch schreiben, wie viel ich insgesamt aufgebraucht habe und was ich noch aufbrauchen muss. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, dass ihr mit mir diese Reise. Ja, also, ich finde es schön. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!